Und damit willkommen doch zu Part 43. Ja, ich bin nach dem Damm gerade. Bitte auf mich rauszurennen. Ich nehme gleich zwei Parts beim An. Auf. Da kann der fallen. Ich renne einfach schnell hier raus. Ich hab die Rüstung. Alles gut. Beim letzten Mal habe ich das Wasser abgelassen. Habe die Nebenquest gemacht. Ich wollte sie schon mal eine Fahrt machen, aber da schon mal hier war. Dachte ich, warum nicht? Nee. Halt! Auf dem Weg kannst du an der Fackel vorbeirennen. Nehmen wir doch gleich schon mit. Einmal speichern. Gut, jetzt ist ja wenig Wasser da. Da rennen wir doch mal zum See. Da könnten wir schnapp mal durch die Kante rennen. Dämonische. Ich kann meine. Eigentlich kann ich fast gar nichts mehr spüren. Sie hatte recht mit dem Geräusch. Ich hab das Gespräch nicht mehr ganz in Erinnerung. Das ist wohl der Eingang zum Loch. Ja, mal runterklettern, oder? Schweiß hat eine Fackel aufgestellt. Also, Lichter. Nein! Juhu! Ich hatte kurz Angst. Okay, es sind Balluk-Symbole wieder. Wenig überraschend an dem Punkt. Okay, sie klopft hier wohl rum. Du freust dich, wieder spielen zu können. Ich weiß nicht, wie das ging, aber das Wasser ist blitzschnell wieder abgeflossen. Was hältst du von meiner Musik? Ich habe noch nie so etwas gehört. Weil es keinen anderen Ort gibt mit solch einer Resonanz, einer Intonation, die deinen Körper vibrieren lässt. Und natürlich kennt keiner diese Rohre wie ich. Ich habe sie gehört, bevor ich laufen konnte, auf dem Rücken meines Vaters. Danke für die Wasserableitung. Nicht allein für mich, auch für die Ahnen und ihre Lieder. Bitte, nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Herzlich willkommen. Dreimal Blauglanz. Ja, hervorragend. Ich schwimme in den besseren Bogen. Das gehen wir schnell ein. Sonst habe ich schon nichts übersehen, habe ich. Hey, eine Trophäe. Die Flut vertrieben. Nicht schlecht. So, das ging dann doch jetzt schnell. Ich dachte, da kommt noch was. Aber gut, da kann ich die Schamanfahrt jetzt machen. Mal gucken, wo ich da rauskomme. Schon einfach unbedacht hier durch. Wahrscheinlich. Ich dachte, sie klopft jetzt hier die ganze Zeit, dass was durchgeht hat. Okay, sie klopft noch. Habe ich ganz vergessen, dass sie ja Musik gespielt hat. Okay, jetzt muss ich schon bügen. Ich hoffe, da fahrt es nicht zu lang. Aber es soll ja auch Fallen beinhalten. Da bin ich schon mal gespannt. Wie viele Fallen? Sind das schlimme Fallen? Wir werden ziemlich überraschen. Ich hoffe doch. Das ist sehr, sehr langweilig. Okay, jetzt will ich hier hochklettern, aber hochklettern ist keine Falle. Über die Brücke. Okay, hier vorne kommt jetzt irgendwas. Denke ich doch. Zieht ein bisschen stark noch aus. Achso, das ist doch gar nicht so Schamanfahrt. Ich bin weit oben. Der Schamanenbad muss hier eine dieser Markierungen, von denen Neidhut sprach. Kann ich die Markierungen folgen? Halt.
Muss ich irgendwas machen? Warum wird das immer noch markiert? Aktivierte Ritualmarkierung. Hab ich doch gemacht, oder so? Nee. Wirst du nichts laufen, oder? Jede Markierung zeigt auf die nächste. Sie weisen den Weg. Wofür das Windspiel? Soll der Ton den Weg leiten? Vielleicht finde ich mit dem Fokus noch mehr. Oh, ja, ist eine gute Idee. Vorratskisten. Ja, der Fokus sieht die Markierungen. Na, das ist an dem Punkt schien. Ich muss aufpassen. Was soll da? Ach, ein Pirscher. Dämonenpirscher. Ja, bin ich relativ ungeschützt. Ich muss sie doch auf jeden Fall fertig machen, oder? Ach, das ist ein Windspiel. Schon mal den Bogen laden. Die machen da garantiert Stress. Und es ist ja irgendwie eine Art Prüfung. Ich muss da durch, garantiert. Da geht's. Ich muss an diesen Pirschern vorbei. So oder so. Ja, das war ja klar. Ich kann mich gar nicht durchschleichen, oder? Da wird die Entscheidung abgenommen. Ich bin ein bisschen erschreckt, dass er ein bisschen durchschreit. Aber. Willst du nicht herkommen? Ich glaube, du siehst ihn da nicht. Geht's hier noch irgendwo lang? Wo ist da eine Markierung? Bauteil entfernt. Ich dachte, er hat seine Kanone entfernt. Ja. Ich dachte, da stirbt jetzt dran. Schack. Ach, ich bin geduckt, ich kann nicht zuschlagen, deswegen. Höchstwahrscheinlich, oder? Hm, jetzt steht's da auf. Da steht er vor mir! Ich hab keine Munition mehr. Ja, vorbei. Und das ist die Kanone ab. Und irgendwas anderes noch. Ja. Der kann schon einen Schwanzschlag töten. Oh, das ist vorbei. Hier hinten liegt da irgendwas. Kann ich sehen, was da hinten war? Hm, hier irgendwie durch kann ich nicht, ne? Ja, gut. Gehen wir weiter. Ich bin mal unsicher schon mit der Rüstung. Nach wie vor. Ob die nicht doch ein bisschen das zu einfach macht.
war die Höhle. Was kommt jetzt auf den Pfad? Warum sind da Steine drin? Wer dachte sich, ja, in die Kiste lege Steine rein? Das ist doch der Damm, oder? Man hätte einfach über den Damm hier hochgekommen, oder? Na ja. Ja, gut. Alter, da war eine Markierung. Ich weiß nicht, ob ich das aktivieren muss. Ja, ich muss über die Brücke, das hätte ich wieso gemacht. Soll das so sein? Ich weiß es nicht. Aktivieren wir die Markierung. Und einmal herum. Hui. Da oben lag irgendwas. Jo. Ich hatte kurze Angst. Wie komme ich da rüber? Immer noch 1200 Holz, ne? Doch überspringen, würde ich sagen. Hm. Runter. Oh, da geht's hoch. Ja. Ich glaube, das soll es nicht sein. Ja, so wie zum Randspringen. Ich ziehen, um das Ding in Position zu bringen. Okay, die Brücke füllt sich. Achso. Mal sehen, ob ich das jetzt hinkrieg. Ja. Geschafft. Ja, es war ganz so schwer. Ach, schon mal Anfahrt. Das ist echt lang. Ja. Ich weiß, warum ich will da hochklettern. So, Tomb Raider-mäßig. Ist hier oben irgendwas? Wie? Jetzt gibt's ja nicht, oder was? Einfach nur umsonst. Ah, ne, doch rüber. Mal gespannt, wo das hinführt. Einfach nur eine Kiste, okay. Langweilig. Ein bisschen Blauglanz, das wäre doch mal cool gewesen. Ah! Ja. Ich hatte kurz Angst. Also. Das ist ein Windspiel. Ja, ziemlich viel Schnee an dem Punkt hier. Das ist nichts da. Oh. Was ist das? Ist dieser Feuerhund, Wolf? Aus dieser Bär, den ich mal angesprochen habe. Und den muss ich wohl bekämpfen, früher oder später. Wahrscheinlich, wenn es fahrt. Ich meine, komm schon. Wenn ich ihn jetzt schon sehe. Ich glaube schon gar nicht so langsam. Das ist ja so ein Ding. Ah!
nicht standhalten. Okay. Ich sehe keine Maschine. Nur eine, oder? Eine Frostklaue. Ich würde gerne den Turm einfach nur. Hat eine Feuerschwäche. Oder? Körperfeuerschwäche. Für Eiseinheit, einfach nur Schaden. Ich schalte das Ding am besten ab. Der wird da wohl nicht weggehen, ne? Leider aber repariert das Ding auf den Boden. Das Kind ist eine Aufnahmemaschine. Fällt's eigentlich aus? Ich schätze mal eine Weile jetzt beschießen. Ich will es einfach mal wissen. Ich weiß zwar nicht, wie es funktioniert, aber ich weiß, wie man es beendet. Okay, die Chance doch. Da wagen wir noch mal einen offenen Kampf. Okay, das dauert bei denen eine Weile. Sollen wir schießen oder? Oh. Ich gebe zu, das habe ich nicht kommen sehen. Ich gebe zu, das hätte ich meine getötet. Au. Ich kann hier weiter zurück. Ah! Nicht gut. Ah! Gar nicht gut! Ich dachte, er macht hier seine Schlagkombo! Okay. Das hat mich 40 Pfeile gekostet ungefähr. Ich will mich mal heilen. Ah, nein, schon! Hier schon nach vorne holen. Das ist starker Gegner, okay? Wenn er seine Schlagkombo macht, kann ich schon hier vorbeirollen, wie es aussieht. Aber seine bloße Nähe macht schon Schaden. Da einfach stehen bleiben ist nicht clever. Und ich bin tot, verdammt! Ah. Wird schwierig zum Überbrücken zum Turm zu kommen. Muss ich das jetzt wieder angucken? Nehmen wir mal einen Trank aus, ne? Habe ich schon Eis? Ja. Okay. Wo ist er? Ach, da unten. Kann ich wieder da oben rumrennen? Ich war zwar wieder diese Blume kaputt. Turm, was auch immer. Okay. Bleibt wohl nichts anderes übrig. Nun denn. Stärke ist halt auch Blitz, ne?
Ich. Falscher Knopf. Werde meine Sprengschleuder auspacken, glaube ich. Quatscher Sprengschleuder. Ach, herstellen. Ja, ein bisschen Last an der Stelle muss auch mal sein. Die Klebebombe. Oh, da liegt er doch schon. Geh schon wieder was hoch. Ja, ich finde geworfenes Zeug immer belastend. Guten alten Fallen. Ich dachte, da kommt auch hier her. Na, kommt doch her. Weg ist er. Wenn man alles benutzt, ist es doch gar nicht so schwer. Neue Maschine erledigt. Und jetzt suche ich Urena. Speerschaden. Wo kann ich das einbauen? Gefehlt habe ich meinen Kriegsbogen bis jetzt nicht gebracht, ne? Extra geholt. Und ruckzuck habe ich keine Lohe mehr wahrscheinlich, wenn es so weitergeht. Da kann ich jetzt wohl auch hier suchen. So viel Reinholz, ich brauche das doch alles nie. 1300. Hier rüber. Okay. Ich hab's das gar nicht gesehen. Ich hoffe, die ist auch da oben. Es wird auf jeden Fall ein ziemlich langer Part schon wieder. Glaube ich. Naja, gut, es geht. Aber der andere, der ist ziemlich lang geworden wahrscheinlich. Ich hab's ja noch nie geschnitten mit den Damm. Aber ich gehe davon aus, dass das sehr lang wird. Ich hoffe halt, das wird so eine halbe Stunde ungefähr. Das finde ich schon mal eine ganz gute Zeit. Oh, der alte Satellitenschlüssel. Da ist ein bisschen. Das Schrein sein, von dem Naltuk sprach. Ich hole mir etwas Blauglanz. Es knistert. Kein Wunder, dass es wertvoll ist. Ach, nur eins. Ich hätte gern mehr davon. Für meinen Bogen brauche ich 16. Das ist ein bisschen viel. Urea sei am Schrein vorbei zum Berg gegangen. Ach, das ist das Schrein. Okay. Ich werde bitte aussehen, hoffe ich. Ein altes Tor. Vielleicht ist Urea dort. Kann ich mal nachgucken. Ah, eine Sprachaudio. 10. März 2046. Ich versuche jetzt schon seit 16 Stunden Upgrades zu installieren, um die Leistung des Zentralprozessors zu steigern. Projekt Firebreak wird die Denkkraft brauchen. Hoffentlich habe ich selbst auch genug.
Anita war die ganze Zeit über bei mir. Wir haben viel geschafft. Aber jede Berührung oder der Duft ihres Haares. Oh Mann. Ich sollte ins Bett gehen. Firebreak ist bestimmt mit dem Berg irgendwas. Seltsame Ausrüstung. Was war das hier? Das würde mich schon mal interessieren. Halt, hier ist noch mehr. Hier ist Sicherheitschef Blevins mit einer erneuten Notversorgungsordnung. Lest sie diesmal gefälligst, okay? Ihr wollt sicher nicht, dass ich meine Leute anrufe. In SLC. Ja, was ist SLC? Sicherheitschef Blevins schikaniert uns wie ein verdammter Tyrann. Ich kann nicht einmal mehr niesen, ohne dass er mich kontrolliert. Soll ich hier schon sein? Die Knoten auf dem Boden müssen mit dem Tor verbunden sein. Ach so. Ich dachte schon, irgendwas zu drehen. Irgendwie ein Rätsel. Aber wohl nicht. Irgendwas. Was soll ich mit diesen Lichtern machen? Sie drehen sich und ändern den Lichtfluss. Ich muss bestimmt darüber leiden. Oder? Na gut, mal sehen, ob offen ist. Okay. Da war das im Dampf viel schwerer. Ich wollte da cool durchsliden, es hat nicht funktioniert. Oder Stiefel den richtigen Raum gefunden. Mach mal auf. Ja, nur 60 Meter. Ne? Das ist seltsam. Was ist das hier? Warum kann ich da drüben überhaupt klettern, wenn ich dann hier machen muss? Aber okay. Dann klettern wir halt hier hoch. Ich muss da gucken, Fertigkeitspunkte. Ich kann bestimmt was verwenden. Aber ich lasse die Quest hier machen. Frische Luft voraus. Da lädt es erst mal ein bisschen nach, glaube ich. Und drüben ist nichts. Okay, laufen wir hier rüber. Oh, jetzt durchsliden. Ach, wieder raus. Vielleicht komme ich durch die Struktur da drüben wieder rein. Will ich schon wieder rein? Ja, wahrscheinlich schon, aber... Einfach rüberspringen, nehme ich schon an. Hat ganz gut geklappt. Warum bin ich schon mal weiter entfernt vom Ziel? Die Kälte fühlt sich beinahe wie Sonnenbrand an. Okay, so langsam muss ich mich ein bisschen beeilen. Nicht mehr viel höher. Uriah muss nahe sein. Ja, das will ich auch hoffen. Sie muss irgendwo hier drin sein. Erstaunlich, dass sie hier reinkommt. Jemand hat die Menütafel
Geräte gehackt, damit sie Obszönitäten über unseren Kollegen Mr. Blevins anzeigt. Ist das hier das fortschrittlichste Geologieprojekt aller Zeiten oder doch eher ein Kindergarten? Komm schon, Leute. Die Leute ist langweilig, glaube ich. Ah, hier ist er. Ich frage wieder, wie ich jetzt schon tausendmal gefragt habe. Sprich mit mir. Was soll ich denn noch für dich tun? Gibt es kein Gebet, das zu dir dringt? Kein Zeichen, das deine Fesseln löst? Ich kann nicht helfen, wenn du schweigst. Alles, was ich will, ist ein Flüstern, das mich leitet. Wer? Nein. Wie? Wie bist du hergekommen? Der Weg war von der Stimme selbst versiegelt. Ich hab sowas benutzt. Soll ich es dir zeigen? Ja, zeig's mir. Bitte. Ich dachte, sie ist angepisst, wenn sie mich hier sieht. Also, Eloy. Lass ich nur kurz das hier noch eins, genau, okay? Gut, hätte das irgendwas Lilanes. Eine Figur. Penny und ich streiten uns nicht übers Wäschemachen, sondern über Inkommensurabilität und Grenzen der künstlichen Intelligenz. Ah, ein kurzes Gespräch. Halt, ich muss ja hier überbrücken. Das dürfte aber so ein schweres Rätsel werden, oder? Wäre ja sonst ein bisschen enttäuschend. Aber das Ziel bleibt gleich. Das Licht muss zurück zur Quelle. Okay. Wie machen wir das? Ich bin mich verunsichert. Wir machen einfach irgendwas. Sehr blöd. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, das ist auch falsch. Legen wir es mal hier rüber. Da ist ein toter Punkt. Oder? Ja. Lenk was mal hier rüber. Das bringt mir ja auch nichts. Das kann ich nicht schlinken, oder? Nee. Ach, da muss ich wieder rein dann. Und das von hier kommt. Ich versuche es einfach von hinten aufzulösen, okay? Nee, das geht auch nicht. Ja, das von da kam. Das von da. Und das heißt auch nicht weiter. Hm.
Nein, ich hab grad einen Hänger. Als wir hinten auflöst, hat mir auch nie geholfen. Noch überlegen. Moment. Jetzt habe ich es, oder? Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe, aber irgendwie haut es ja wohl hin. Jetzt brauche ich nur noch das hier drehen. Habe ich gedacht. Das hier rüberdrehen. Ich weiß nicht, wo ich am Anfang den Hänger hatte, was ich jetzt anders gemacht habe, aber irgendwas habe ich woanders gemacht. Jetzt habe ich's. Ich bin glaube ich zu den links doch. Testkanal wiederhergestellt. Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. Hey. Urea? Urea, ich brauche dich. Nein, ich gebe nicht auf. Urea, der Dämon fängt mich. Da kämpfen wir zwei KIs gegeneinander. Das war sie. Die geisterhafte Stimme, die vom Donnerkamm aus nach mir ruft. Für einen Moment konnte sie die Fesseln des Dämons abschütteln. Und das nur dank dir. Wer bist du? Und was willst du? Ich bin Aloy. Naltuk schickt mich. Er meinte, ich könnte dir helfen. Da lag er richtig. Du warst eine Offenbarung. Jetzt weiß ich sicher, dass die Stimme überdauert. Vielleicht können wir sie gemeinsam befreien. Lass uns nicht vorschnell handeln. Ich kam den weiten Weg hierher, um Antworten zu finden, und bisher habe ich noch keine. Mir scheint, als seist du die Antwort. Aber ich erzähle dir, was ich weiß. Morgan sagt, du weißt vielleicht etwas über einen Mann namens Silence, dass du mit ihm zu tun hast bei dem Konklave. Wenn sein Name erklingt, folgen ihm Geheimnisse. Oder verschwinden, je nachdem eben. Warum willst du das wissen? Er hat Grausames getan. Aber er half mir, als niemand sonst es konnte. Ich weiß aber leider zu wenig über ihn. Seine Unterstützung ist bestimmt äußerst hilfreich. Doch sie ist gewiss nicht umsonst. Aber leider hat mich das Konklave diesbezüglich zur Geheimhaltung verpflichtet. Mhm. Verstehe. Aber wir versuchen uns doch zu helfen, oder? Ja. Aber damit würde ich einen Eid brechen. Und das kann ich nicht tun. Du scheinst sie schon länger zu kennen, diese Stimme. Sie rettete mein Leben. Hier, vor Jahren im Krieg gegen die Kaja. Ein Angriff zerstreute meinen Verak. Ich war abgeschnitten. Allein. Ich lockte den Feind in die Reifwehen, um sie im Dunst abzuschütteln, doch das schlug fehl. Und ich floh in dieser Höhle. Dann hörte ich ihre Stimme. Wie ich. Sie verloren. Eine Stimme des blauen Lichts, doch getrennt von ihm. Sie bat mich um Hilfe, sie wählte mich. Doch ich konnte ihr nicht helfen, solange die Kaja mich jagten. Also half sie mir. Sie schloss eine Tür unten im Berg. Du hast sie wohl auf dem Weg geöffnet. Verschlossen, ähnlich wie die hier in diesem Raum. Es hielt mir die Karte vom Leib. Ich war sicher. Und konnte ihren Auftrag ausführen. Der Dämon. Was weißt du über ihn? Ich sprach sehr oft mit der Stimme, erst hier, dann im Donnerkamm. Letztes Mal erzählte sie mir, dass etwas sie angegriffen hatte, das sterbliche Augen nicht sehen, etwas Böses.
Sie nannte es den Dämon und sagte, er bräuchte ihre Kraft für seine Ziele. Dann bat sie um Hilfe, sie zu zerstören, falls nötig, damit er sie nicht benutzen könnte. Es war vor 5 Jahren. Ich hatte sie nicht mehr gehört. Bis heute. Was hielt dich von ihr fern, nachdem sie Hilfe wollte? Ich ging zu Aratak. Ich hoffte, er könnte sie schützen. Doch der Krieg mit den Kaja tobte noch und bevor ich ihn erreichte, schnappten mich die Falken des verrückten Sonnenkönigs. Sie brachten mich nach Meridian. Ich konnte erst lange nach der Befreiung zum Donnerkamm zurückkehren, zur letzten Schneeschmelze. Also, sehe ich das richtig? Da waren 2 Wesen. Eins nennst du die Stimme. Irgendwie gefangen von dem, den du einen Dämon nennst. Was auch immer dieser Dämon ist, er beeinflusst die Maschinen und macht sie gefährlicher. Ich will wissen, wie. Diese Stimme und der Dämon sind auf einem Berg. Im Donnerkamm. Warum gehen wir nicht einfach hin und klären alles auf? Das geht nicht. Der Donnerkamm ist gefährlich. Sehr gefährlich. Der Dämon hat sich da verschanzt. Zudem lässt Aratak uns nicht gehen. Als Häuptling kontrolliert er den Pass zum Berg. Und er lässt nicht mit sich reden. Ihr braucht wohl einen neuen Häuptling. Na, die Idee wird sicher gut ankommen. Du bist doch eine Jägerin. Und ich wette, keine gewöhnliche. Es ist nicht unmöglich. Selbst für einen Fremden. Und Aratak wird die Herausforderung annehmen, wenn du im Verat bekannt wärst. Halt! Ich? Gegen Aratak? Ich will niemandes Häuptling sein, erst recht nicht von Banuk, die mich nicht wollen. Aber du willst doch zum Donnerkamm, oder? Du hast sie gehört. Die Stimme leidet. Der Dämon quält sie. Sie möchte frei sein. Und vielleicht, wenn sie wieder frei ist, kann sie dir die Antworten geben, die du suchst. Warum lasse ich mich bloß darauf ein? Gut. Was muss ich denn machen? Zeig dem Verak, dass dein Anspruch berechtigt ist. Siege im Jagdgebiet. Töte Banditen im Schnitt. Oder du sprichst mit Sekuli. Wenn du ihr hilfst, wird das sicher bemerkt. Tu, was du kannst. Wenn es Zeit ist, den Speer vor Arataks Füße zu schleudern, unterstütze ich deinen Anspruch. Bis dahin bin ich hier und beantworte dir alle Fragen zur Herausforderung. Oh, und eines noch. In der Kiste da ist eine Waffe, so wie meine. Nimm sie. Vielleicht hilft sie dir. Oh, eine Waffe. Mal sehen. Eine Sturmschleuder, das klingt interessant. Okay, ich habe nicht mehrere Aufgaben, die ich dann beim nächsten Mal mache. Lass schon schnell zum Lagerfeuer gehen. Das war irgendwo. Scheiß auf das Lagerfeuer. Noch eine Trophäe. Lass mal das. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Hast du gerade eine Schleuder? Ach, Moment, die ist doch bestimmt wieder hier in so einer Kiste. Ach, nö. Da war's! Banuk Sturmschleuder. Diese Waffe feuert aufgeladene Blitze. Nachfolgende Blitze laden sie stärker auf und erhöhen den Schaden. Werde ich wohl mal probieren müssen. Irgendwann. Kann ich noch herstellen. Munition. Warum kann ich das nicht machen? Okay.
Sturmschutz und Munitionsbeutel ist voll. Hä? Ach, Munition, ich wollte Tragekapazität. Ja, mein Fehler. Ah, spricht eigentlich schon. Okay. Okay, scheint sie einmal jetzt zu verwenden. Ein Gewehr oder was? Interessant. Werde schon mal austesten. Gut, dann beende ich das mal an der Stelle hier. Ich werde ja noch einen Ausgang gleich noch suchen. Und die drei Herausforderungen, die mache ich dann beim nächsten Mal. Ja, also bis dahin.